machst du die Currysoße selber? Ja, Zander. Currysoße mache ich selber, ja. Schmeckt sie? Nö. Oh, dann just me, danke schön, Mann. Danke. Not Louis, danke. What? What? Man kennt's, wenn das Wasser heiß läuft, dann oh oh. Ist alles vernebelt und wir haben auch keine. Nicht lustig, nicht lustig. Nicht lustig. Überhaupt nicht witzig, gar nicht witzig. Was ist Platz 1? Mitarbeiter. Bro! Das sind die Real OGs, Digga. Star Wars No 1, Dankeschön, Bro, für die 5 gibt es Subs, Digga. Und RLESI94, Dankeschön für dein Sub. Küsschen, vielen, vielen Dank. Danke für den Hype Train, Digga. Dankeschön, Chat. Das sind die größten MFs, Digga. Das sind die Real Motherfucker, Digga. Eier aus Stahl. Oh. Vorbei. Ah! Tami, danke schön. Ah! Oh nein, Digga. Oh nein. Danke für die Subs. Chat, Kuss. Er wurde hochgenommen, der Arme. Er wurde hochgenommen. Chillig, hat geklappt. Bist du behindert? Kerz aber aus. Scientists were able to mimic Nessie Amun's voice by recreating his. Da gab's so starke Memes mit. Mouth and vocal cords with a 3D printer. It allowed them to produce a single sound. Bruder, wer was gegen mich sagt? Bruder, ich schwör auf meine Mutter, in Deutschland stehen 5000 Kurden auf. 140 Russen. Free for all. Let's see what you got. Ach Junge, ja, okay, weil ja, ich check schon, da ist keiner. Das ist halt der Joke. Es ist keiner auf der Map, weil ja, wegen Kurdistan. Okay, ja. Actually, ja, sehr, sehr funny. Junge. Digga, das sind nur Memes für Araber. Ach so. Oh fuck, Bro. Bro, sorry. Sorry, das wusste ich nicht, Digga. Das tut mir wirklich leid. Ey, das tut mir wirklich leid, dass das. Dicker. Scheiße, Mann. Scheiße. Das heißt, ich darf mir andere Kulturen gar nicht anschauen, oder wie? Darf ich das nicht? Ich darf das gar nicht, oder wie? Ach so, das wusste ich nicht, Digga. Es tut mir wirklich leid, Bro. Es tut mir wirklich leid. Oh Mann, Alter. Ey, sorry. Hä? Ach so, ich war auch schon ein paar Mal in den Memes von denen drin. Hä, ich bin doch gar kein Araber. Wie kann das jetzt sein? Okay, krass. Ach so, Humor ist für jeden da. Und jeder kann dabei Spaß haben. Ach so. Ja, dann f*** doch, Digga. Knecht, Alter, wirklich. Peinlich. Sag mir, wie du heißt und dann sag mir, wie es die anderen Leute aussprechen. Also ich bin türkischer Landsmann und ich habe eigentlich einen ganz einfachen Namen. Mhm. Ich heiße Semih und wegen dem H am Ende haben halt viele Menschen Schwierigkeiten, das auszusprechen. Mhm. Und dann höre ich so Sachen wie Model. Keine Ahnung wieso. Wir hatten mal einen Mitarbeiter bei uns, der hieß Volkan und den haben einfach alle Wolfgang genannt, Digga. Junge, what the fuck? Was geht ab, meine Cousins? Heute zeige ich euch, wie ihr den Bart kürzt und eine barbermäßige Kontur macht.
Zuerst fangen wir mit den Koteletten an. Wir verblenden die Koteletten von den Haaren zu dem Bart von kurz auf lang und verfeinern das alles schön. Nicht zu weit runtergehen, wir wollen ja nicht übertreiben. Hier sind wir im Oberlippenbereich, kürzen das alles schön auf 4 mm. Bro, brauche ich auch. Kurz, kurz, kurz. Ganz wichtig, so dass seine Olle sich später dann nicht beschwert, wenn die rummachen, dass es piekst oder so. Oberlippenkontur, ganz wichtig, Jungs. Und ich arbeite sehr viel mit der Maschine, so dass ich es leichter habe mit dem Gillette zum Ansetzen und zum Verknüpfen. Hier bin ich bei dem Backen und ziehe die Linie einfach gerade, wie geleckt das aussieht. Ah, Mann, Bro. PS, ich habe danach mit dem rumgemacht, piek's nicht, alles cool. Entschuldigung, ja. Brauchen Sie den Wagen noch? Nein, nein, kannst du haben. Ist klar. Okay, Leute, gebt euch mal. Sie hat einfach den ganzen Winter von hier getrunken. Und da ist einfach die Anleitung drin. Ey, oh, Digga, kein nee. Spaß, Leute. Oh, nee, gebt Alter. Euch mal. Da ist einfach die Anleitung. Oh, Digga, nee. Was ist besser, wenn ich unten bin und sie oben? Der ist gar kein Araber. Warum ist der da drin? Das darf der da gar nicht. Oben oder ich. Heute ist ein guter Tag, dass sie macht, was sie sagt. Oh mein Gott, Charul, hast du ein neues Baby bekommen? Ja, klar, ich hab ein Baby. Willst du mal sehen? Zeig mir mal dein Süß. Ach, du Ach, du Muss schon sagen. Also, Miami hat. Das ist Tim Gabel, ne? Was den Strand angeht. Punktet Miami definitiv. Also, ja, hier ein paar nette Mädels. Kurzer Schlaganfall, Digga. 10 Frauen, mit denen ich dich betrügen würde, Bro. Okay. Als erstes natürlich. Die Idee ist, wie gesagt, nicht aus den USA, ne? Nicht niemanden, weil ich dich liebe. Warum hast du das dann gemacht? Für nix. Mello! Das ist doch geil, Digga. Einstand weit aus Wurzelbehandlung. Monte, wenn YouTube mir gegönnt hätte. Ich guck so abends um 19 Uhr aus dem Haus, ne? Und es war noch voll hell, wa? Okay. Ich war letztens mit einem Kollegen Fitness und er meinte, er will vielleicht stopfen. Da meinte ich, ey, nee, mach mal lieber auf Natur-Ali. Digga, mein Kollege Olli, er wollte letztens Geld leihen. Ich meinte, sorry, ich bin echt broke, Olli. Oh, ja, ne. Letztens Musik gehört, ne? Und ich meinte, ey, mach mal lauter, ich höre keinen Ton, Olli. Letztens Chef gibt mir so eine dicke Palette, Digga. Ne? Ich meinte, Digga, ich schaff das nicht in der Zeit. Was ist, Digga? Er rast komplett aus, Digga. Okay, immer wenn wir arbeiten, unsere Bro. Palette nicht machen, dann sagt unser Chef immer zu uns, ey, Packlern. Warum die Pose, die Hand so halten? Damit man die Motorkontrollleuchte nicht sieht. Auch nicht vergessen, wir sind Barcelona, FC Barcelona! Lionel! Wo ist schon wieder Lionel der Peach? Olum, bist du noch bei uns oder bist du schon in Manchester? Guck dir an die reden über Fortnite. Ist also der Mann von Shakira? Okay, okay. Olum, ja, dieser Kilian rennt die ganze Zeit! Jungs, ab jetzt machen wir ernst, okay? Ah! Ich schwöre, ich lieb's, dadurch, dass halt Corona nicht, also du kannst ja gerade nicht mit Zuschauern spielen. Und teilweise hört man dann so, was die in der Bundesliga schreien, das ist zu funny. Wallah, sogar so mit Absicht, aber dann mit Ellbogen, extra, wallah, extra, ah. Digga, mal. Normaler Autofahrer, oder? What the fuck, Digga? Jungs, neue Frage. Also stellt euch mal vor, ich wurde von einer Schlange in mein Pullermann gebissen, okay? Mhm. Und ihr habt nur 30 Sekunden Zeit, um das Gift rauszusaugen. Ja. Und nur ihr oder eure Freundin könnt das Gift raussaugen. Also was würdet ihr tun? Bei Gott, Digga, mit Liebe sauge ich ihn das aus, als ob meine Freundin so hat, Digga. Weißt du, Bruder, was ich sagen würde? Ich würde zu meiner Freundin sagen, guck und lern was.
Bruder, ich hoffe, du kommst einfach ins Paradies. Ja gut, ja, ja, man muss doch mal Abschied nehmen, oder? Man muss doch mal Abschied nehmen.